Hallo, mein Name ist Roxane Amat. Ich bin 19 Jahre alt, in Wien geboren und aufgewachsen. Ich habe erst letzten Sommer meine Matura-Prüfungen bestanden und abgesehen in dem Jahr, in dem ich Matura gemacht habe, habe ich meine Schulzeit in der Waldorfschule Wien-Mauer verbracht. Dort hatten wir schon ab dem Alter von 7 Jahren die Möglichkeit, im Chor mitzusingen, in Theaterstücken mitzuwirken und viele verschiedene Künste und Handwerke zu lernen. Mit 15 habe ich dann auch angefangen, in einer Band als Sängerin mitzuwirken. Es war eine Konstellation aus Schülern wie mich und erfahrenen Musikern. Wir haben zumeist auf Charity-Veranstaltungen und auf Festen gespielt. Unsere größten Auftritte waren einmal im Porgy und Bess und zweimal im Casino Baden. Warum ich gerne Jazzgesang studieren würde, der Grund ist eigentlich ziemlich einfach und ich glaube, ich teile ihn hier mit jedem, der sich hier bewirbt, nämlich ich liebe es zu singen. Singen gibt mir Kraft, es motiviert mich besser zu sein, einfach generell irgendwie als Mensch. Und am allermeisten gibt es mir Hoffnung. Und Musik ist genauso wie Hoffnung eines der seltenen Dinge, finde ich, die uns alle verbinden kann. Und ich finde das auch das Schöne an der Musik. Was ich danach machen würde mit dem Studium, das kann ich Ihnen jetzt noch nicht genau sagen, because you never know what happens in life. Aber vielleicht werde ich Lehrerin, vielleicht werde ich Sängerin in einer Jazzbar oder in einem Jazzclub oder vielleicht stehe ich doch eines Tages auf einer großen Bühne. You never know. Und dann würde ich jetzt auch gleich mit dem ersten Lied anfangen, nämlich mit Someone to Watch Over Me. There's a saying old, says that love is blind, still we're often told, seek shall find. So I'm going to seek a sun that I've had in mind. Looking everywhere, haven't found him yet. He's the big affair I cannot forget. Only man I ever think of with regret. Tell me, where is the shepherd for this lost lamb? There's a somebody I'm longing to see. Tell him, please, to put on some speed. Follow my lead. Oh, how I need someone to dann würde ich gleich mit
mit dem nächsten Song weitermachen, nämlich mit Summertime. Ein Song, den Sie schon ziemlich oft gehört haben wahrscheinlich und weiterhin sehr oft hören werden. Ich habe den Song gewählt, weil ich Ihnen gerne eine Version bieten wollte, die aus meinem Herzen spricht. Und ja, also because I just love summertime, so let's go. Dann würde ich gleich mit dem letzten Song anfangen, nämlich Autumn Leaves. Ich musste ein bisschen improvisieren, weil in letzter Minute, also wirklich in letzter Minute ungefähr, meine Akkordeonspielerin leider absagen musste und deswegen musste ich ein bisschen improvisieren mit einem Playback. Aber ich hoffe trotzdem, dass ich Ihnen eine schöne Version von Autumn Leaves bieten kann.
Monax Jakero. Start to fall.